Hallihallo liebe Leute, und wir befinden uns in der heiligen Eiche von Mystic Quest Legend, nämlich Steakhouse Deluxe und DJKR87 versuchen hier die Monster dieser Eiche zu vertreiben, um ihn vom Fluch von Bisschen von Pestiziden, was auch immer, zu befreien, auf jeden Fall ihn zu retten. Von seinen komischen Untermietern. Genau. Und deswegen müssen wir jetzt halt herhalten, dass wir das halt erledigen, bevor er mit uns halt sprechen will. Ja. Naja, dafür müssen wir erstmal eine vergiftete Kalia hier verarzten. Und die verarztet sich ja gemütlich selbst. Naja, können wir froh drüber sein. Ich meine, ich habe ja nicht diesen Heilzauber ja leider nicht, sonst hätte ich das gemacht. Na, also ich muss ehrlich sagen, mein Lieblingscharakter in dem Spiel ist ja immer noch Phobia. Und warum? Tonnenweise mal die noch mit ihrem guten Bogen, mit dem sie dann auch nicht schlecht zugelangt hat. Das stimmt. Der Bogen war wirklich schon enorm. Zumindest so lange, wie wir Pfeile hatten. Aber hey, immerhin haben wir Kalia jetzt wieder dabei. Aber Moment. Sie wurde einst vergiftet. Sie hat jetzt eine Vergiftung wieder. Warum? Ach, okay. Lassen wir das lieber. Ja, das ist vielleicht eine normale Vergiftung und das andere war irgendwie, keine Ahnung, Lähmungsgift oder sonst irgendwie was. Naja, was soll's. Egal, sie ist wieder dabei. Ich habe Kalia wieder dabei. Sie ist stärker geworden. Sie ist Level 31 und wird alle Gegner umbetzeln, wenn sie nicht ständig zaubern würde. Ja, warum? Ich glaube, die solltest du echt auf manuell schalten und dann selbst mit der agieren. Das ist ja ein Witz mit den ganzen Heilzaubern hier. Ja, da wäre wirklich Windzauber wahrscheinlich deutlich effektiver jetzt. Ja, entweder das oder wenn du sie zuschlagen lässt. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das hier irgendwie Sinn macht, wenn sie die ganze Zeit hier mit irgendwelchen Heilzaubern um sich schmeißt. Und ja, das ist doch mal ein Wort. Das ist auf jeden Fall schon besserer Schaden als Heilzauber. Das war jetzt das 3- bis 4-fache. Ja. Ai, lassen wir, das bringt eh nichts. Ja, komm, du hast so viele Zaubertränke eigentlich. Kannst du eigentlich auch selber mit Zaubern machen. So. Zeit für eine Zauberrunde. Wir winden die weg. Na, sie ist schneller. Einfach mal wegpusten, oh. Ja, wenn das mal was bringen wird. Aber gut. Okay. Jetzt frage ich mich, wenn ich sie auf Auto schalte, greift sie dann auch mit der Axt an? Ich meine, es ist ein Baum. Müsste eigentlich, ja. Okay, wir haben auch einen Skorpion da. Schauen wir mal. So. Aber ich greife auf jeden Fall mit der Axt an. Nein, sie heilt sich selbst. Na, ja, das ist ja noch okay. Da sagt grad, man ja nichts, wenn sie da mal den Kraftzauber verwendet. Sehr gerade, ich habe die Klaue benutzt. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Ja, sie greift mit der Axt an. Halleluja. Fast 1500, wow. Kalia, ich will ein Kind mit dir. Ja, du haust ja auch nicht sehr viel schwächer zu, wenn man den Levelunterschied bedenkt. Na, aber es sind schon 100 noch was auf jeden Fall Unterschied, also... Ja, bei 7 Leveln müsstest du eigentlich, wenn du am gleichen Level bist, härter zuschlagen, denke ich mal. Ja. Okay. So, was haben wir dann hier noch? Diese Mistviecher. Na komm, gehen wir erstmal links. Ja. Das ist zweimal Windzauber und für die ist Essig. Genauso sehe ich das jetzt auch. Bye bye, ich puste euch weg. Naja, fast. No, es war irgendwie zu erwarten. Ja, leider Gottes. Ja, jetzt ist Kalia eingeschlafen und ich stehe wieder auf. Geile Kombo. Und? War klar. War auch klar. Ah, jetzt habe ich eine Steinstatue von Kalia. Na endlich. Naja, die wird aber ein bisschen schwierig, die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen. Na, die wird jetzt sowieso wieder normal, von daher brauche ich sie nicht so rumschleppen, Gott sei Dank. Ich würde, denke ich mal, auf meinen Rücken gehen. Naja, du darfst nicht vergessen, diese Statue ist ja mein lebensgroß. Ja, stimmt. So, weg. Baum gefällt. Und nochmal.
Jetzt nur noch diesen Skorpion wegpusten. Das ist aber auch schon kein schlechter Schaden. Das ist wahr, dafür, dass er nicht anfällig dagegen ist. Ja. Okay, da ist eine braune Truhe. Da ist ja auch eine. Halt. Wir müssen irgendwie auf die zweite Ebene da hochkommen. Ja, aber ich habe irgendwie gerade noch keinen Weg gesehen. Doch, da ist einer. Na, endlich. So, jetzt muss ich aber erstmal noch ein paar Bäume fällen, bevor ich da überhaupt hinkomme. Okay, die sollen ja noch nicht unbedingt das Problem sein, solange du nicht gerade daneben semmelst. Wobei, wurde uns nicht gesagt, wir sollen alle Monster erledigen, da muss ich ja trotzdem diesen Weg zu diesen Truhen da auf weg freimachen. Nein, nein, nein. Nein. Bist du verrückt? Muss ich nicht, okay, dann habe ich ja Glück gehabt. Das habe ich damals auch gedacht. Deswegen hatte ich mich ja jedes Mal aufgeregt. Na, dann bin ich ja wirklich erleichtert, wenn ich das nicht tun muss. Nee, das hier ist zum Glück nur so ein kleines Zwischendungeon. Naja, wenigstens kriegen wir ja trotzdem ein bisschen Erfahrung und können ein paar Gegner fällen. Und noch Schatztruhen aufsammeln. Ja. So. Nein, das wollte ich nicht. Mensch, so, jetzt aber. Okay, da ist nix. Ah, da ist es. Hab ins Leere gegriffen, natürlich. Ja. So. Jetzt können wir uns erstmal hier schön durchhangeln, juhu. Der tolle wenn du bedenkst, dass die Waffe die ist, die Tristan sich nach dem ersten Dungeon ja selbst eingesteckt hat. Ja, und ich sie jetzt erst kriege, schon ein bisschen dreist eigentlich. So. Heilige Eiche. Immer Ebene noch. Zwei. Wie groß ist denn diese Eiche? Bestimmt 15 Stockwerke oder so. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Kiste, 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 rote Kiste. Müssen wir irgendwie drankommen. Naja, ich sehe auch gerade schon wie. So, erstmal wieder Bäume fällen. Juhu, das können wir so gut. Und die Bäume haben echt nicht zu lachen gegen diese Äxte. Nicht wirklich. Also da können wir wirklich froh sein, diese Äxte überhaupt zu haben. Die haben noch nicht mal annähernd angreifen dürfen. Gott sei es gedankt. Und da drüben haben wir so eine Kröte, die kann wahrscheinlich wieder vergiften. Oh, mir graut es schon davor. Ja, jetzt haben wir ja Kalia dabei. Die hat den Heilzauber, alles ist gut. Ja, sofern sie überhaupt dann dazu kommen wird, zu heilen. Nicht, dass da irgendwelche Gegner sind, die versteigern können oder so. Die sind wirklich lästig dann wieder. Ja, das wäre dann geringfügig ätzend, das stimmt. So, aber erstmal schauen wir zu, dass dieses Krebsvieh, Skorpionvieh, Mann, jetzt verwechsel ich das schon, erledigt wird. So, was haben wir denn da Schönes? Ein Unk-Unk. Oder Onk-Onk. Unk-Unk, müsste das sein. Naja, klingt trotzdem merkwürdig. Nö. So, mal schauen, was die gegen meinen tollen Fluchtzauber sagen. Fluch nach Luft, Fluch, Zauber, Mann. Nebelaura. Ungeziefer. Natürlich, auch gut, das ist Gott sei Dank nur Kalia gerade. Aber trotzdem, ich hab... Der hat die nicht geplättet, okay. Nein, so langsam werden die wieder ein bisschen robuster. Scheiße. Oh Gott, Pilze. Die kann ich natürlich auch mit einer Axt fällen. Schon klar. Ja, natürlich. Wie sollte es auch sonst sein, ne? Ich meine, es gibt Videospielhelden, die fressen diese Pilze, und es gibt Videospielhelden, die müssen Pilze fällen, damit sie weiterkommen. Naja, es sieht ja eher so aus, als ob du sie in den Boden stampfst. So beinahe. Wer weiß, wie er mit der Axt draufhaut. Bestimmt so, dass sie wirklich einfach nur in den Boden sinken. Ja. Oh, spiel nochmal wieder ein bisschen mit deiner Kralle. Ich weiß nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen nervig, aber ich mag die Kralle einfach als Waffe. Ich will die erstmal hier umpusten, aber einzeln. Umpusten. Sind wir jetzt hier bei den drei kleinen Schweinchen, ja? Genau. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich die auch mit einem Schlag kaputt kriege. Nicht ganz, schade. Dann bin ich doch nicht so stark. Schade. Ja, zumindest kannst du jetzt sagen, du hast einen Steiner am Schlag am Leib.
Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes ein Stein. So, aber jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich die hier am besten jetzt... Was sagen die eigentlich gegen Blitze? Boah, ich komme noch nicht mehr dazu zu blitzen, ja, das war's, toll. Na, dann kannst du es jetzt gleich am Anfang mal ausprobieren. So. Ja, wenigstens habe ich einen Erstangriff, ja. Okay. Zeit für den Blitzangriff. Ist nicht so stark. Nicht wirklich. Was bleibt sonst noch? Eis, glaube ich, kaum bringt was gegen die, oder? Wir haben hier schon die komischsten Sachen gesehen. Und ja, es ist anfällig. Ja, okay, aber der Schaden ist jetzt noch nicht unbedingt das Berauschendste. Ich glaube, wenn ich das gegen einen mache, dann wird das auf jeden Fall reichen. Dann könnte es hinkommen, ja. So. Erledigt. Juhu. Und gleich auf zum nächsten. Auf zur nächsten Kröte, genau. Sind ja nur noch zwei, Gott sei Dank. Ja. Ist wahrscheinlich der dritte schon in Panik weggerannt. Das wäre eine Spekuliersache. Mit was? Blutsäuren hat's angegriffen? Blausäure. Okay, ich hab Blutsäure gedacht. So schnell kann ich dann doch nicht lesen. Du drückst einfach nur zu schnell. Ja, ich will die Texte hier loswerden und die Kämpfe schnell hinter mich bringen teilweise. Ja klar, verstehe ich auch. Weil die auch auf Dauer ziemlich lange gehen. Ja. Aber gut, die sind wir los. Und jetzt geht's wieder ans Pilzfällen. Oder Pilz reinhämmern. Man kann es betrachten, wie man will eigentlich, oder? Eigentlich schon, ja. So. Den Weg haben wir frei. Perfekt. Und dann kommt noch mal zwei Frösche. Und die kriegen wir auch kaputt. Naja, sie pustet den einen weg und ich werde den anderen auf jeden Fall einfrieren. Der wird auf Eis gelegt. Oh ja, aber wirklich, auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes. Oder unter Eis, je nachdem. Er wird zu Eis. Oder das. Dann gibt's Froscheis zur Nachspeise. Na, Mahlzeit. Wäre ja mal was, wobei die Franzosen essen ja frische, also von daher. Ich hab's nie getan und ich werd's wahrscheinlich auch nie probieren. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Reizt mich nicht. Ah, nicht schon wieder Stein. Ich will endlich, dass diese Versteinerung aufhört. Aber ich glaube, diesen Kampf kann ich auch wieder vergessen. Könnte so gut sein. Es sei denn, Kalia wird noch irgendwie... Aber es würde mich wundern. Nee, das war's. Ja, die Gegner werden so langsam echt ätzend. Ja, aber auch nur, weil die versteinern können. Wenn sie das nicht können, dann wäre das alles halb so wild. So. Schade, dass er wirklich nicht mit einem Schlag sofort erledigt wird. Ja. Gut, du könntest es wie gesagt mit der Klaue probieren, mit dem mit der Versteinerung in dem Moment. Und darauf hoffen, aber... Naja, ist halt auch so eine Glückssache. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass ich das jetzt so hinkriege, alleine gegen diese Mistviecher. Dass ich das Glück noch habe, die zu bezwingen. So, einer noch. Na also, alle besiegt. Und das ohne die Hilfe von Kalia. Ja, ich hätte fast gedacht, das würde. So. Aber ich meine, die Viecher sind auch gemein. Gemein, na, man kann schon bald sagen, übergemein. So und so. Wunderbar. Sieht doch schon wieder besser aus, finde ich. Na, auf jeden Fall gesünder. Ja, vor allem für die kommenden Kämpfe. So, aber erstmal wieder ums Einfrieren kümmern. Schade, dass Kalia ja nicht im Level steigen kann. Das wäre echt praktisch. Sie ist positiv mehr Erfahrung für dich. Ja,
Naja, aber trotzdem, wenn sie jetzt Level 32 wäre, wäre sie stärker und dann würde sie wahrscheinlich diesen Frosch auf Anhieb blenden. Das meine ich damit. Das könnte sein. Und deswegen wäre es wirklich sehr praktisch, wenn sie wirklich nur ein Level aufsteigen könnte. Dann auf jeden Fall, das ist wohl wahr. Aber es tut sie ja leider nicht. Naja, egal. Mir reicht schon, dass sie so stark genug ist und von daher... Ja. Ich meine, solange man die Kämpfe gewinnt, ist es eigentlich das, was man möchte. Ein Level. Und ich habe gleich einen Skorpion von mir. Na super! Ja. Aber danach können wir die Kiste auch aufmachen und dann sind wir auch schon wieder in der Zeit. Na, schauen wir mal, ob sich das überhaupt jetzt gelohnt hat, dieser Aufwand. Naja. Na super. Meine Geschwindigkeit wurde geschwächt. Na, das heißt bloß, du bist im Kampf später dran, also nichts, was jetzt wirklich schlimm wäre. Naja, es kann schlimm sein, wenn die jetzt tödliche Attacken haben, wie Versteinern. Ich glaube, die haben sowas im Kasten. Bin ich auch froh drüber. So. Und weg. Na also. So, was kriegen wir hier Tolles? Die Felsenaura. Auch ein sehr, sehr schöner Zauber. Schauen wir mal an. Na gut, kann man leider nichts angucken, schade. Ja, schauen wir mal, wie sie sich im nächsten Kampf schlagen wird. Die werde ich auf jeden Fall als nächstes beim nächsten Kampf mal einsetzen. Ja. Aber gut, das werden wir beim nächsten Video erst sehen. Deswegen verabschieden wir uns hier erstmal wieder. Und beim nächsten Mal werden wir hier diesen Raum auf jeden Fall hinter uns lassen, dass wir hier raus sind. Und deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir aus diesem Pilzraum raus sind. Also bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute. Ciao, ciao.